Mahlzeit, ihr Mangos. Knochen wieder hier. Ja, da bin ich wieder. Und keiner guckt zu. Egal. Heute fahre ich den Horror. Horror. Panzerjäger. Irgendjemand meint, das ist ein schwerer Panzer, aber ist ja kein Panzer, weil er erstens nicht komplett geschlossen ist, zweitens kein Tourette drum drauf hat. Ist halt ein gepanzertes Fahrzeug, also ein Panzerjäger. 150 mm, Typ 38 Haubitze. 28 Munition habe ich und noch das MG da oben. Man sieht, es relativ fett gepanzert hier, jedenfalls im oberen Bereich. Gewalzer Panzerstahl, 25 mm. Klingt erstmal noch nicht viel, aber man darf ja nicht vergessen, Battle Rating 1,7. Von daher ist das, glaube ich, schon ganz ordentlich. Ich habe es ein bisschen verziert hier, ein paar Gasmasken, Stahlhelme, also oben drauf. Hier, man sieht auch im Baustahl 60 mm. Das ist echt schon fett. Ja. Und deswegen habe ich auch schon oft gesehen, dass wenn ich auf die Horrors baller, gerade von vorne, dass die einfach nicht kaputt gehen. Ne? Hinten, ja gut, die Munition ist ein bisschen komisch verteilt, aber letzten Endes sind die immer komisch verteilt. Das ist ja eigentlich deine Kiste, da wo die Helme drauf sind. Ne? Also wie ein extra Munitionslager, das müsste ja geöffnet werden im echten Leben und dann müsste der Krempel da rausgenommen werden. Und ja, wir legen los. Das geht auch ziemlich flott hier. Tunesien. Ich weiß nicht, jedes Mal, wenn ein neuer Patch kommt, und dann bis der neue Patch kommt, ist die Schrift oder beziehungsweise die Sprache verstellt hier. Die Hälfte ist dann schon wieder auf Englisch, obwohl es schon alles auf Deutsch war. Ich verstehe das auch nicht ganz, aber ist ja auch Wurst. So, ich nehme nicht ganz so viel Munition mit, denn die Nachladezeit ist relativ hoch, knapp 30 Sekunden. So häufig werde ich gar nicht schießen. Gehe ich mal jedenfalls stark von aus. Ich finde das witzig mit den Helmen. Ich weiß auch nicht wieso. Die Gasmaske passt nicht ganz. Sieht zu modern aus. Gucken wir mal hier. Puh! So. Schon mal lebenswichtige Munition verschwendet. Ich wollte nur zeigen, auch wie lange das dauert mit dem Nachladen. Und außerdem finde ich es geil. Mittlerweile haben sie ja richtig geil gemacht. Früher war das nicht so. Da gab es nicht so viele zerstörbare Sachen hier. Da war Warfare eher ein bisschen fade. Also beziehungsweise was hier solche Sachen angeht. Und jetzt, wo man es hat, da benutzen wir es natürlich auch. Und guck mal, ob hier oben was geht. Irgendwo muss ich mich ja positionieren. Und ich muss natürlich irgendwas finden, wo ich schnell wieder nach hinten fahren kann oder also mich verstecken kann. Denn dieses Fahrzeug ist nicht dafür geeignet, hier die ganze Zeit durch die Botanik zu brezeln und hier ordentlich rumzufeuern. Ich habe ja nur mein MG dann oben, 30 Sekunden lang als einzige Waffe. Hier sehe ich noch nichts. Ich bin mir aber sicher, dass hier noch welche kommen, beziehungsweise irgendwo in meiner Peripherie sind dann hier. Witzig, wie staubig die Maske jetzt ist, aber die Helme sind spiegelblank, ja. Fällt mir nur gerade so auf irgendwie. Zumal die Maske dreckiger ist als das ganze Fahrzeug. Also sieht schon mächtig aus, vor allem das Hauptgeschütz vorne. Keiner hier? Doch da, ja, jetzt haben sie sich bemerkbar gemacht. Da, Kami. Ich muss natürlich wirklich das akkurat im Visier haben. Das wäre jedenfalls der Idealfall. Und ansonsten verschwende ich einfach nur Munition. Und die ist auch für mich gerade sehr kostbar hier. Dachte ich mir, dass er rauskommt. Ja, komm her hier. Zack und Schlitz und weg ist er. Man hört natürlich auch, wie brutal das klingt und was das natürlich auch für eine Wucht hat. Ja, wenn so eine Granate dann detoniert. Deswegen ist es nicht zwingend wichtig hier, dass ich irgendwie eine Panzer brechen habe. Man sieht ja auch, dass die. Oh shit. Dass die ja eh dickere Panzerung durchschlägt.
Zumal sie auf den Panzer auftrifft und dann explodiert und das reißt natürlich alles Mögliche weg. Das wird auch immer schwieriger. Früher konnte man die leichter runterballern hier. Aber ich muss zusehen, dass dieser Bomber hier irgendwie verschwindet. Vorher was rausklingt, vor allen Dingen auf mich. Denn selbst wenn ich es noch schaffe, irgendwie auszusteigen, bis ich wieder im Fahrzeug bin und irgendwie das bewegen kann, ist die Bombe schon längst explodiert, wenn sie auf mich landet. Der will irgendwie nicht sterben. Na, jetzt ist er tot. Gut. Einfach feuern. Es ist total bescheuert, hier auf die Seite zu feuern, da wo die auch ziemlich stark gepanzert sind und ich bin schon weg, was? Feldhase. Was ist denn für ein alter Sack? Meine, der muss mich ja eben gerade gekillt haben, wurde dann selber gekillt, denn das ist ein ganz anderes Fahrzeug, aber ey, das passt ja irgendwie nicht ganz. Da stand ein LVA-1. Das ist doch ein britischer Panzer, aber er war, da wurde mir gerade ein Horror angezeigt. Oder habe ich schon einen Knick in der Optik? Ist irgendwie kaputt hier. Gut, noch fast nicht so erfolgreich. Ein paar Treffer, ein Kill, eine Abschusshilfe. Aber immerhin, wir haben uns den Punkt geholt. Also wir sind schon mal im Vorteil. Da ist schon wieder einer. Komm ich, schaffe ich's? Oh, nee. Das wird nichts. Da wollte ich nur ins Blaue zielen. Habe ich auch schon mal Glück mit gehabt. Ich befürchte, der wartet auf mich. Ich fürchte, er sieht nicht. So, jetzt hatte ich ihn im Visier. Aber er war schon weg. So eine Scheiße. Aber hilft ja nichts. Wieder ran an die Buletten. Ich bin ja auch sehr vorsichtig, denn wie gesagt, mit der Nachladezeit, also wenn ich auf was schieße, das muss sitzen. Den Typen hätte ich auch getroffen. Ich weiß nicht, ob ich ihn vernichtet hätte, aber wahrscheinlich hätte ich ihn zumindest kritisch getroffen. Konnte ich jetzt leider nicht drauf wirken, da er schon vorher weg war. Oh, hier, guck dir den an. Stirb. Ja, du mich auch. Komm, hier, puff. Und zackeli, puff. Oh, nein, das ist ein Horro. Oh Scheiße. Ey, ich glaube, das ist der MG von dem einen Typen da. So, jetzt schnell den Typen wieder ersetzen hier. Das dauert. Oh, ich könnte den so geil jetzt wegschießen und ich kann einfach nicht, weil ich diesen scheiß Panzer, dieses scheiß Fahrzeug nicht drehen kann. Ich glaube, der hat mich noch nicht mitbekommen. Oh mein Gott, mach doch hinne! Ja, na, so wird das natürlich nichts. Ich hoffe, der kommt gleich nochmal. Scheiße. Hässlicher Penner, hau ab. Naja, wenigstens dreht er nicht nochmal. Scheiße, schon wieder ein Bomber. Mittlerweile gehe ich echt nur noch rein, um die Bombe abzufangen oder irgendwelche Schlagflugzeuge. Die blöden Jagdflugzeuge interessieren mich eigentlich überhaupt nicht. Ah, das ging da auch daneben hier. Jetzt mal ordentlich gegenpaddeln. Der Typ, der darf einfach nicht weiterfliegen. Okay, Öltank beschädigt, das bringt mir aber überhaupt nichts. Ich sehe gar nichts. Wenigstens wegrammt. Nein. Okay. Aber es hätte klappen können. So, er fliegt ja noch. Die Penner beschießen mich auch da. Ein bisschen rumwursteln hier. Das wird nichts. Ich brenne. Vielleicht brenne ich ja nicht ab. Vielleicht habe ich Glück und brenne. Ja, doch. Gut. Was
Ja, wer hat mich denn jetzt gekillt? Der oder der? Ich verstehe das manchmal nicht. Also, diese Sicht zum Teil. Also, hier die Kill-Sicht. Wer da wen umgenietet hat, ist ja teilweise total beknackt. Jetzt konnte ich den Horror leider nicht so gut zeigen, wie ich eigentlich wollte. Schade. Und der ist richtig gut. Man muss halt wirklich nur eine gute Position haben. Und es ist halt immer blöd, wenn man gerade dieses Fahrzeug verlässt. Also ich meinte, der dieses Fahrzeug verlässt, um halt einer Luftschlacht beizutreten. Gut, ich hoffe, ich kann mich jetzt noch rächen. Was habe ich weggeschossen? Pro Kuro ein Gegner, glaube ich, war ja genau. Ist hier irgendwas? Zeig euch mal, da sehe. Den kriegen wir. Da und geht kaputt, ja. Das sehe ich, liebe den Tase. Oder das Tase, Flakfahrzeug. So, den Metern war mal ein bisschen zu da. Und Artillerie. Und schon mal einen kleinen Treffer hin. Ah, ist doch schön. Da. Oh, stirb, stirb! Jupp. Auge um Auge. So läuft das hier. Oh, mal gucken, ob ich jetzt wen treffe. Und die meisten Pappenheimer sind ja so, die wollen dich natürlich vernichten. Die wollen dir alles wegreißen. Ich habe auch schon ordentlich was am Flügel hier. Oh. Ich habe den Typen nicht getroffen. Also entweder war er vorher schon weg. Oder... Was will er denn da? Gib mir auf den Sack. Hier, Typ 94, schaffe ich den noch? Komm, komm, nein! Oh, hier, mein Fra... Nee. Scheiße. Das wäre es natürlich gewesen. Mein Alter. Wo ist der Ficker? Das gibt's doch nicht. Wo ist der? Wo? Wo stand der? Manchmal kotzt mich das an, dass man nichts auf der Karte sieht, wenn man doch schon angegriffen wird. Weil er ruckelt sich so da nach vorne. Okay, ja. Deine Mutter. Oh, hier sieht man. Da. Ey, der hat so schnell reagiert. Das habe ich selber kaum mitbekommen. Ich dachte, der wäre kaputt gewesen hier. Der Panzer 3. Aber der hat so schnell noch abgefeuert, dass er den Tase da noch weggehämmert hat. Das war schon nicht schlecht. Ah, scheiße. Das ist ein Aufklärungspanzer, ne? Wupp. Ach, schade. Hätte so schön sein können. Nun gut. Also, der Holo ist wirklich gut, wenn man, wie gesagt, sich ordentlich positionieren kann. Er ist nicht dafür geeignet, irgendwo stehen zu bleiben, so wie ich das gemacht habe hier, so dass man dann irgendwie Luftschlacht teilnimmt, aber hilft ja nichts. Danke fürs Zuschauen, hinterlasst ein Abo, tut euch nicht weh, würde mir helfen und viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns demnächst, falls ihr wollt, wenn nicht, dann Arschlecken 350. Also, bis denn dann, ciao, ciao.